Finale der RCC eSports Series Saison 3 auf dem Hockenheimring mit einer überlegenen Pole Position für Gastfahrer Michael Bräutigam, den Journalisten vom Motorsport Aktuell. Er von Anfang an souverän an der Spitze, dahinter geht es mächtig zur Sache. Wie immer kritisch in Hockenheim, die Anfahrt der Spitzkehrer am Ende der Parabolika. Hier kommt es zu wilden Kollisionen und Rangeleien. Davon profitiert vorne Michael Bräutigam und auch der zweipartierte Steffen Walter. Sehen wir uns das gleich noch einmal aus verschiedenen Perspektiven an. Hier aus dem Cockpit von Thomas Vogt, der beim Anbremsen die Kontrolle über sein Auto verliert, innen über die Wiese fährt und seinen Teamkollegen André Dietzel touchiert, der wiederum kracht in Dominik Heusen. Aber auch anschließend hier noch einmal diese Kollision aus der Hubschrauberperspektive. Aber auch anschließend ging es hoch her. Kollision zwischen Tabellenführer Julius Martin, der auf die Strecke zurückkommt und Michael niemals abschießt. Der wiederum kracht in André Dietzel. Also mächtig was los, gleich in der ersten Runde, im ersten der beiden Rennen. Das Ganze nochmal aus der Onboard-Perspektive von Michael Niemers, dem Champion der ersten beiden Saisons. Saison 1 noch mit dem Audi e-tron Vision Gran Turismo und Saison 2 mit dem EX Zero. Duell anschließend zwischen den beiden TV-Racing-Piloten Thomas Vogt und André Dietzel. Dietzel macht hier gewaltig Druck auf den Slotcar-Rekordmeister, geht schließlich am Ende der Startzielgeraden vorbei. Vogt mit einem kleinen Fehler, Eingang Parabolika, fährt zu hart auf den Randstein, muss Julius Martin vorbeilassen, der auch gleich am Ende der Geraden noch an André Dietzel vorbeigeht. Auch der plötzlich einsetzende Regen in Hockenheim, überhaupt kein Problem für den souverän führenden Michael Bräutigam, der dem Feld vorne auf und davon gefahren ist. André Dietzel zunehmend mit Schwierigkeiten. Der Volkswagen-Kommunikator hatte wenig Zeit zum Trainieren, muss hier seinen Teamkollegen Thomas Vogt vorbeimassen, gibt gleich noch einmal einen Konter, aber dieses Duell ist noch nicht entschieden. Spannend auch das Duell um die dritte Position zwischen Julius Martin und Michael Niemers. Niemers macht hier massiv Druck auf Martin, der aber die Angriffe abwehren kann. Und hier André Dietzel weit draußen in Turn 1, verliert die Kontrolle über seinen EX Zero und muss Thomas Vogt und auch Bodo Kreling in dieser Situation vorbeilassen. Hier das Ganze noch einmal. André Dietzel etwas zu wild am Ausgang von Turn 1 und er crasht in die Streckenbegrenzung. Im Hintergrund übrigens auch noch Dominik Heusen. Teaminternes Duell auch zwischen den beiden BS Powersport-Piloten Björn Skotke, der hier Eingang Motodrom zu weit nach außen kommt und seinen Teamkollegen Bodo Kreling vorbeilassen muss. Souveräner Sieg im ersten Rennen für den Gastfahrer, für Michael Bräutigam, der mit einem klaren Vorsprung vor Steffen Walter und Julius Martin über die Ziellinie fährt. Platz 4 für Michael Niemers. Und dahinter wird es noch spannend zwischen Thomas Vogt und Bodo Kreling. Vogt bleibt knapp vor dem Profifotografen. Das zweite Rennen in Hockenheim mit Reverse Grid. Michael Bräutigam ganz hinten, Dominik Heusen auf der Pole Position, übernimmt auch sofort die Führung vor Björn Skotke, der aber den zweiten Platz gleich an André Dietzel verliert. Michael Bräutigam zunächst ganz am Ende des Feldes. Schaut sich das erst einmal an. Im Mittelfeld wird es sehr, sehr eng gleich in der zweiten Kurve. Dieses Mal vor allem zwischen Michael Niemers und Thomas Vogt. Leichte Berührung, Eingang Parabolika und Michael Niemers dreht sich in die Wiese. Das Ganze noch einmal aus der Heckkamera. Niemers kommt auf den Curb, sein Auto wird unruhig. Thomas Vogt kann nicht mehr ausweichen. Es kommt zu einer leichten Berührung. Am Ende der Parabolika. André Dietzel mit dem gleichen Fehler wie Thomas Vogt im ersten Rennen. Hat Glück, Dominik Heusen nicht zu treffen, fällt hier einige Positionen zurück. Das Ganze noch einmal aus der Onboard-Perspektive von André Dietzel. Hat im letzten Moment aufgelenkt, als er merkt, es wird zu knapp im Windschatten hinter Dominik Heusen. Michael Bräutigam auf dem Weg nach vorne. Macht hier Druck auf Thomas Vogt, schnappt sich den Slotcar-Rekordmeister und hat einen weiteren Platz gut gemacht. Vorne Julius Martin, André Dietzel, Björn Skotke, Steffen Walter, dann Michael Bräutigam auf der nächsten Position. Sein nächster Gegner ist Steffen Walter. Der schnappt sich hier Björn Skotke. Geht vor Skotke und Bräutigam auf die Parabolika. Anbremsen dann der Spitzkehre. Skotke wieder vorbei an Steffen Walter, der damit erneut in die Fänge gerät von Michael Bräutigam, dem Sieger des ersten Rennens.
Der Druck wird immer größer und Steffen Walter macht immer mehr kleine Fehler. Schließlich geht Bräutigam vorbei. Der nächste auf der Liste des schnellen Mannes vom Motorsport aktuell ist Björn Skotke, der dann auch noch einen Treffer bekommt von Steffen Walter, sich in die Wiese hineindreht. Walter mit einem Fehler am Ende der Geraden verliert Positionen und gibt das Rennen schließlich ganz auf. Erneut Regen auch im zweiten Rennen. Wir sitzen im Auto von Michael Bräutigam, der nun Jagd macht auf den zweitplatzierten André Ditzel. Kein großes Problem für ihn auf der langen Geraden. Geht er aus dem Windschatten vorbei und holt sich die nächste Position. Aber man sieht hier Michael Bräutigam ebenfalls absolut am Limit auf der immer rutschiger werdenden Strecke mit einigen Fehlern. Kommt hier neben die Bahn, Sprungeinlage, Eingang, Start, Ziel. André Ditzel kommt wieder näher heran und als sich Bräutigam am Ende der langen Geraden verbremst, geht André Ditzel wieder vorbei. Bräutigam macht aber erneut Druck auf den TV-Racing-Fahrer. Dann kommt es Eingang des Motodroms zu einer ganz wilden Situation. Da hat es ein Problem gegeben an der Spitze mit Dominik Heusen und Julius Martin. Plötzlich die ersten vier ganz dicht zusammen. Martin vor Bräutigam, dahinter dann Ditzel und Heusen. Noch ist Julius Martin hier an der Spitze, aber Michael Bräutigam schnappt sich nun auch oder macht Druck auf den Tabellenführer der RCC eSports Serie. Das ist ein unglaublich spektakuläres Rennen zum Abschluss dieser dritten Saison der Networking-Rennserie der RCCO. Michael Bräutigam legt sich hier den noch führenden Julius Martin zurecht. Eingang Turn 2. Der erste Angriff. Nebeneinander gehen die beiden mit ihren 1000 PS starken Elektroautos auf die Parabolika. Wieder der Windschatten. Bräutigam geht aus dem Windschatten heraus auf der Außenbahn vorbei an Julius Martin, der schließlich nachgibt und die Führung an Michael Bräutigam abgibt. Damit ist die Entscheidung gefallen in diesem zweiten Rennen. Erneut ein souveräner Sieg von Michael Bräutigam, dem schnellen Gastfahrer, der auch im realen Motorsport bei Renneinsätzen als Journalist schon seine fahrische Klasse mehr als einmal unter Beweis gestellt hat. Julius Martin, der Tabellenführer, holt den zweiten Platz vor André Ditzel und Dominik Heusen.